Folge Nummer 39 von Oxygen Not Included. Wir sind wieder drin. Letztes Mal hat der Koch zum Schluss noch was zu essen gekriegt. Aber wir sind trotzdem mit dem Essen ganz schlecht dabei. Da muss noch was passieren. Also hier ist leider doof, dass es noch nicht fertig hier wird. Irgendwann müssen wir dann das hinkriegen. Hier unten fehlen nur noch 1, 2, 3 Röhren. Dann ist es da fertig, aber dann fehlt uns hier oben noch das Stück. Irgendwie ist das hier wohl auch schon soweit. Oder wie sehe ich das? Nee, das sind diese Zeichen für da oben. Alles klar, das fehlt uns noch. Muss also auch noch werden. Und hier fehlt uns wohl noch ein Datenkabel, ne? Nicht da, sondern Strom ist da und das Datenkabel kann nicht gemacht werden. Oder wie sehe ich das? Nee, Leiterkabel ist da. Was fehlt denn uns dafür? So, müssen wir da drauf bleiben, ne? Fehlende Ressourcen, veredelte Metalle. Ja, die gibt's hier in diesem da. Das ist schlecht. Das fehlt noch. Hier pennt einer. So, hatten wir nicht so eine Station? Ja, hier oben ist doch so eine Station. Was ist denn mit ihm hier? Das Ei haben wir da. Ja, das müssen wir hier. Aber da haben wir kein Ei für, ne? Oder? Doch, da gibt's ein Ei. Ist dein Hatchling. Sollen sie das mal ausbrüten, oder? Das ist aber ein Cyber-Hatchling, okay. Na, vielleicht kriegen wir das ja auch hin. Hier oben der Kreislauf ist fertig. Ich hoffe, das funktioniert dann nachher auch so. 18 Grad, 19 Grad minus. Ob das reicht, ist nur eine ganz andere Frage. Vielleicht müssen wir es noch weiter ausbauen dann. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Hier fehlt es an Sauerstoff. Hier produzieren wir unseren Wasserstoff. Hier unten gibt es Wasserstoff. Ach so, wir sind ja auch noch mit dem Gas unterwegs. Hier können wir mal einen Boden reinzimmern. Der fehlt alle mir auch noch. Ja, was machen die Leute? Gar nichts. Ich sehe gar keinen. Hier oben sind sie alle. 20 Kilogramm Erde aufgenommen. Wo geht die denn hin? Was macht eigentlich unser Baum? Nix wahrscheinlich, ne? Wachstum gestoppt, Bewässerung fehlt. Immer noch. Wieso gibt es da kein Wasser? Das ist mir schleierhaft. Hier geht nichts, oder was? Das ist irgendwie komisch. Ja, schmutziges Wasser, ne? Hier bewegt sich ja was. Ich glaube, wir müssen das anders verbinden, oder wie? Aber das hier ist... Warum passiert hier nichts? Hier ist Erdgas zurzeit drin, ne? Luftreiniger, der macht schmutzige Luft sauber und nichts anderes, ne? Wie hoch ist denn die Prio hier? 5, dann machen wir mal schnell 9 raus, ne? Diese 3. Dass mal fertig wird. Und wie ist es hier mit der Prio? Wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, komm, mach das fertig, damit das mit dem Wasser mal läuft. Die Kiste ist doch um 9, ne? Ja. Guck mal, ein Omelette können wir auch herstellen. Ja, wahrscheinlich geht es jetzt aber dann nicht mehr. Ja, das lass mal so. Das ist auch egal. Da tropft Wasser rein. Oh, wir können hier ein paar Sachen machen. Oder ein paar. Eine wahrscheinlich. So, ja. Das ist bis dahin schon durch. Was können wir dann machen? Ja, wir müssten mal so ein bisschen organisierter dabei sein, ne? Vielleicht sollten wir noch einen Koch ausbilden. So, Batterie da wird geladen. Hier ist auch produziert worden. Das ist fertig, das ist gut. Das heißt, wir müssen nur noch das hier machen. Und können wir denn jetzt die Leiterbahn machen? Leiterkabel. Das funktioniert und zwar... Ich muss das doch miteinander verbinden, ja, oder? Ah, das bin wir am falschen Weg, oder was?
Nee, das war schon hier mit dem Leiterkabel richtig. Kabelbrücke, Stromkabel, Starkstromkabel. Leiterkabel. Ich sehe hier gar keine Anschlüsse. Jetzt mache ich irgendwas falsch, oder? Irgendwas geht gerade hier schief. Aber das ist doch Leiterkabel, ne? Komme ich jetzt gerade nicht mit klar, ne? Hier fehlt doch der Anschluss für das. Kein Automatisierungskabel verbunden. Ich brauche ein Automatisierungskabel, das ist mir schon klar, aber das gibt's doch hier, oder? Ist doch nicht hier Automatisierungskabel, oder doch? Automatisierungskabel, alles klar, brauchen wir nicht drüber reden. So, das bedeutet... Warte mal, da muss ich erst aber nochmal gucken. Das ist der Thermosensor. Und das hier ist der Rohrflüssigkeitstemperatursensor. Der und der. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, der macht hier. Ja, das ist. Ja. Die beiden müssen wir definitiv hier zusammenschließen. Das hat anders. Das kann ja nur so funktionieren, ne? Ja, wäre schön gewesen, wenn wir das natürlich auch mal gerade priorisiert hätten. So, und hier ist das auch priorisierbar, ne? Aber wir haben wieder kein Material. Das wird aber gerade gemacht, oder? Da liegt auch was. Ach, Eisen wird da benötigt. Okay. Eisen zu Stahl? Nee, das brauchen wir gar nicht. Dann geht das nur hier, oder was? Eisenerz zu... Okay. Dann halt so. Ist schon jemand da und macht das? Glaub nicht, ne? Er macht das auf jeden Fall da. So, die Pumpe müsste dann da angeschlossen werden, aber dafür würde das Wasser hier oben rauslaufen, noch glaube. Das bringt mich also nicht weiter. Ah, hier wird das Automatisierungskabel gelegt. Das ist ein Flüssigkeitsventil. Ja. Jetzt müsste man das System nur gerade verstehen, ne? Temperatur aktuell ist 35 Grad. Sendet ein grünes Signal, wenn über... Wenn... Über 29 Grad, das... Warte mal, wenn über 30... Ne, okay, 30, 29 Grad bleibt so, das passt. Dann sollte der... Ja. Der sendet das Signal, wenn der... Aber wie... Wo stelle ich den denn bitte schön ein? Habe ich das nicht richtig? Automatisierungskabel. Isoliertes Rohr. Ach so, ich bin wahrscheinlich an der falschen Stelle. Flüssigkeitsventil. Ja, durch Aktivierungsnetz automatisiert. Oh, wir haben schon wieder zwei am Verhungern, ey. Das kannst du wegmachen, weil wir nichts haben. Da kommt aber einer und macht was. Also hier komme ich noch nicht weiter mit dem Flüssigkeitsventil.
Wahrscheinlich funktioniert das erst, wenn da Flüssigkeiten sind. Und ja, irgendwie muss man den Kreislauf noch mal angucken. Ach, der ist auch noch gar nicht fertig, da sehe ich gerade. So, da fehlt uns die Brücke dann, ne? Ja, irgendwie haben wir hier noch was nicht richtig gemacht. Der sollte zugehen, wenn es hier kalt genug ist. Damit das nicht da durchläuft, sondern dann soll es da durchlaufen. Das würde dann bedeuten, dass wir ein zweites Automatisierungsventil brauchen. Ist das hier irgendwo bei? Thermosensor ist da. Der Thermosensor sagt da, mach das auf. Warte, dann ist es aber nicht da, das Ventil. Warte mal, ist das ein Flüssigkeitsventil? Ja, ne? Ja, aber wir brauchen... Flüssigkeitsdurchfluss automatisch ein- oder auszuschalten. Energie 10 Watt, Flüssigkeitseingangsrohr, Flüssigkeitsausgangsrohr. Das bedeutet, wir müssen das ganze Werk nochmal machen. Kann das sein? Komm, das müssen wir jetzt fertig machen. Wir verhungern. Es verhungern schon 3. Wo gibt's was zu essen? Hier liegt noch Matschriegel. Sorry, aber es muss wieder ein gelber Alarm sein. Und da gibt es auch einen gelben Alarm. Hat ja anders keinen Sinn hier. Wir müssen probieren, dass wir was zu essen fertig kriegen. Verhungern 3. So, wie weit ist der? 81% nur. Hier muss was passieren. Wir müssen jetzt nochmal so ein tolles Ding da basteln, ne? Aber wie? Sanitär. Flüssigkeitsventil. Drehen. Geht gar nicht so. Wieso kann ich das dann nirgendwo anders hinbauen? Ach, das ist ja wieder toll, ne? Da geht's hin. Aber da ist es dann falsch rum. Da muss es so sein. Da geht's nicht hin, hier geht's auch nirgendwo hin. Kann ich das noch woanders hinbauen, wo ich hier Platz habe? Das ist ja doof, dass das jetzt hier nicht hingeht. Wieso? Ach, da wegen den Pflanzen kann ich das da nicht hinbauen, ne? Ja, nützt nichts, dann kommt's halt da hin. So. Und dann muss ich da Rohrleitung dran machen. Aber ich brauche noch so einen Sensor. Den Temperatursensor brauche ich. Ne, da. Der muss eigentlich auch hier hin, ne? Der soll auch in dem Raum sein. Genau. So, und der sollte mit dem verbunden werden. Genau, und dann die Leitung noch dafür. Isoliertes Rohr. Ich brauche hier noch eine Rohrbrücke irgendwie, glaube. Ausgangsrohr ist das, also so. Diese Rohrbrücke muss dahin.
Und so. Ja, so ist richtig. So, dann drehen wir das Ganze nochmal. Und das muss so sein. Und wenn das fertig ist, dann muss das da dran. Genau. Glaube ich jedenfalls. So, und der sendet ein grünes Signal. Warte mal, wenn der Temperatur aktuell ist 35, ein grünes Signal, wenn über 29 Grad, dann geht's da lang. Und der sendet ein, wenn unter 29 Grad ist, oder? Wenn es unter 30 Grad ist. Ne, muss auch 9, ne, muss 28 sein, oder? Ja, lassen wir so. Dann sendet der ein grünes Signal. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es vorhabe. Schwierig, ne? Wie ist es mit Verhungern? Oh, verhungert keiner mehr. Und wir haben 1694. Wie viel Matsch wird gerade gemacht? Ich glaube, wir setzen hier mal Prio 9 wieder. Und bei ihm ist das das Gleiche. Nee, das war jetzt falsch. Gelber Alarm ist wieder weg. So, jetzt fehlen hier noch die Sachen mit der Prio von dem Wasser. Und dann wollen wir hoffen, dass es klappt. Ach, hier oben muss auch noch. Ist aber schon was mehr, ne? Wäre schön, wenn es hier noch mehr geht. Was hier? Zu wenig Ressourcen. Schleim fehlt da für diese Pflanze. Na super. Okay, dann ist das gerade so. Geht das hier fertig? Ja, ne? Okay, mal schauen, wie wir das hinkriegen. Wäre schön, wenn wir das ein bisschen schneller hinkriegen. Ja, da wird auch noch gebaut, von oben jetzt. Jetzt ist er weg. Ich würde das gerne anschmeißen. Okay, hier wird weiter gebaut. Jetzt gibt es keine Materialien mehr, oder wie sehe ich das? Das ist auch nicht doll. Nahrungsmangel ist immer noch da. Wir haben gerade nichts, aber er ist am Braten da oben und hier unten wird auch gemacht. Das ist eigentlich alles gut. Hier ist es fertig. Ich hoffe, das, was wir vorhaben, funktioniert dann. So, wenn wir das aufmachen. Kann man das da wegbuddeln? Ich glaube ja, ne? Das wollen wir ja auf jeden Fall darunter haben noch. Sollte ja auch funktionieren, ne? Weil wir hier genug Wasser drin haben nachher. Ach so, das muss hier noch geschlossen werden, damit das funktionieren kann, oder? Da müssen wir noch schnell hier zwei Ziegel bauen. Sonst kann das ja nicht funktionieren, was wir vorhaben, weil das Wasser darunter läuft. Ach guck mal, das ist auch fertig. Das heißt, die beiden Klamotten können auch weg. Dann kann man hier Stufe 2 mal aufräumen. Hier unten ist noch Eisen oder was? Ne, Kupfererz. Macht eigentlich alles einen guten Eindruck, ne? Der Baum. Oh, der Baum wächst. Hat er jetzt was gekriegt mal? Ja, das kann aber nicht viel sein, oder? Wasser, Sanitär brauchen wir dann. Na, jetzt ist wieder vorbei. Nein, da ist wieder nichts mehr drin. Okay, dann ist das gerade so. Ja. Anschließend mit Strom nur noch. Und hier geht's nicht voran gerade. Schade. Hier das Ventil und so ist doch fertig, ne? Wo ist es? Hier oben. Ah, da fehlt irgendwie noch Strom. Sonst passt's. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, aber ich glaube schon.
Okay. Wie sieht's denn mit dem Ei aus? Okay, das wird ausgebraten. Ist aber noch nicht... Lüftung 77. Na, das wird schon werden. Phosphorit können wir auch mal aufräumen, ne? Auf Stufe 2 hier. Ach so, da hat einer einen Truch hingestellt, aber... So wirklich abgebaut ist es noch nicht. Na, wird schon werden da. Das fehlt noch. Hier haben wir immer noch kein Erdgas. Wie sieht es denn mit dem Erdgas aus? Da ist bestimmt nichts passiert. Nö. Nur das haben wir jetzt schon bis hier vorne, das Erdgas, ne? Jetzt wird erstmal schlafen gegangen. Verhungern tut keiner. Wir haben auch ein bisschen Essen. Das ist also auch gut. Ja, sie ist da am Treten. Die Batterie wird einfach nicht voll, ne? Hier wächst aber auch nichts. Ist schon echt zu überlegen, das hier zu auf jeden Fall... Eigentlich müsste man das sofort wegmachen. Hier wurde wohl was geerntet. Ah, hier ist auf jeden Fall jetzt bald was dran, ne? Das ist schon mal gut. Es verhungert auch gerade schon einer. Diese Person geht wohin? Ah, der macht die Pflege oder was? Ne, räumt da auf, alles klar. Kohle war das. Ja. Hier ist noch nicht weiter gebuddelt worden. Wie ist denn hier? Irgendwo hatten wir doch die Dreier rausbuddeln wollen, da, wegen Essen. Okay. Ach, da ist Prio 1 nur. Machen wir da mal zwei raus. Er buddelt sich ein. Hier, das muss fertig werden, ey. Wo hapert's denn dran, ne? Zu wenig Eisen. Und zack, mach das mal auf 9. Jetzt ist mal einer bedient. Hier ist voll Kupfer. Verhungern tut gerade keiner. Wir haben auch 2600 Nahrung. Das geht. Das Ei kommt immer weiter voran. Es ist gerade aber wieder kein Strom da. Da wird aufgeräumt. Wie das Wasser da hinkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Entweder haben wir hier oben was. Wie kalt ist denn das hier? 25 Grad miese. Hier ist gar nicht so kalt. Okay, gucken, ob es was zu essen gibt in unserer Druckanlage. Strauchsamen. Naja, besser als gar nichts, ne? Dornenstrauch. Körpertemperatur, Beleuchtung, ja. Hier ist zu warm. Wir haben es hier zu warm. Das Erdgas. Es geht nicht voran, Leute. Ah, jetzt ist genug Material da. Es hat also einer hier geboxt, würde ich sagen. Wäre schön, wenn es dann auch gemacht wird. Ah, da kommt jemand. Aber das war der falsche Person. Das ist doch auf Prio 9, oder? Ja. Strom ist angeschlossen. Jetzt fehlen uns hier nur die paar Rohrleitungen noch. Mann, 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 Mann. Jetzt ist es wieder weg. Wo ist denn das gebraucht worden für? Was fehlt denn hier? Die ollen Eierschalen. Können jetzt erstmal weg. So, jetzt wird hier erstmal Eisen gemacht, oder?
Es ist Kohle. Kann hier mal einer aufräumen mit zwei. Okay, Kupfer wird nirgends vorhin gebraucht, weil kein Platz mehr ist. Gibt's hier noch. Ja, da gibt's noch Möglichkeiten, also machen wir das da auch noch hin. Verdichter. Ja, hier ist Schleim, ne? Können wir dann Algen rausmachen? Ach, hier, guck mal, die haben wir ganz vergessen, diese Dinger noch hinzusetzen. Die müssen auch noch kommen. Das heißt, das, 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 das und das. Jetzt läuft das Wasser ja gleich durch, das wollen wir ja nicht. Kommen die da hin? Ja, ne? Ja. Und hier müssen wir noch, können wir auch noch höher ziehen gerade. Dass wir das nachher auch noch schaffen. Eigentlich sollte die Pumpe das ja alles wegpumpen, was da kommt. So. Oh, wir haben 9000 Essen. Das ist natürlich reichlich jetzt mal. Hier bitte fertig werden, ey. Kann doch nicht sein. Obwohl, es ist nur noch hier einer. Da wird eine Mehl rausgeholt. Und da wird Essen gegangen wahrscheinlich. Die machen zu viel andere Sachen noch. Können ja hier mal eine Erfolge angucken. Passiert aber nichts, haben wir also schon. Und die Forschung, die können wir alle durchklickern. Die sind schon ewig her, ne? Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, da müssen wir mal gerade in den Sauerstoffbildschirm reingehen, aber das sieht eigentlich relativ gut hier aus. Ja, es gibt Bereiche, die nicht so dolle sind, ne? Da müssen wir mal dran arbeiten. Ja, kann hier mal einer das hier fertig machen? Das ist viel wichtiger, wie das hier unten alles. Die werden sowieso nicht fertig, die Pflanzen. Prio mal hier, zack, auf 1. Bringt ja nichts, ne? Zurzeit. Kannst du knicken, warte, die Tür war auch auf 5 oder so. Ja, komm, zack, 5. Die Pflanzen, kannst du ja erstmal Pflanzen sein lassen, bringt ja gerade nichts, ne? Ich hätte gern das mit dem Wasser jetzt mal losgelegt. Aber so wie das aussieht, schaffen wir das diese Folge gar nicht mehr, ne? Batterie ist voll, das ist schon mal was Positives. Hier. Was ist das jetzt hier? Eisen. Ist da. Wir haben Eisen. Können das jetzt mal einer bauen? Warte mal, hier ist doch bestimmt auch noch die falsche Prio, oder? So sieht's aus. Zack. Raus mit der Prio hier. Auch 1. Bringt nichts. Was ist denn das für ein Gerät? Ach so, das kühlt. Ach so, okay, wenn der kühlt, ne? Womit kühlt er denn? Mit Eis. Ja. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Okay, da ist schon weiter fertig. Jetzt fehlt das noch. Da ist aber noch was drin im Auftrag, ne? Ja. Den setzen wir jetzt mal auf Perio 6 nur noch. Und die soll da weitermachen. Das ist 9. So, jetzt ist die Prio da hochgesetzt. Wie sieht's mit den Kisten auf? Ach, hier ist auch noch eine, sehe ich gerade. Naja, dann. Kupfer muss da rein. Verbrauchbares Erz. Nee. Metallerz, das ist es. Nee, Erze nicht. Wir haben ja richtiges veredeltes Metall. Da ist es. Gut. Was liegt da? Sand. Sand hat auch keinen Platz, oder was? Nee, Filtermaterial war das. Ist auch wieder möglich. Gut. So, Eisen kommt. Ach, guck mal, nur noch 2. Die kriegen wir jetzt auch noch schnell fertig. Komm. Da ist das Eisen.
Ist aber vorbeigelaufen. Kann das wer anders gerade machen? Da kommt so ein Bauarbeiter, oder? Super. Ich hoffe, das wird jetzt fertig. Komm, mach mal. Kriegst du hin, oder? Ja, es ist auf jeden Fall beides reingemacht und es wird repariert. Aber nicht doch, kann doch nicht jetzt wahr sein, oder? 5 Kilo Eisen fehlen, ey. Ist aber noch an. Oh, komm hier, geh da hin und klopp den Eisen da. Er macht jetzt den Kupfer weg. Oh. Hallo, hier, das ist wichtig. Kann das mal einer machen? Wieso wird hier nicht geklopft? Das ist doch Prio 9. Komm, machen wir jetzt einen gelben Alarm raus. Ist mir egal. Jetzt will ich es wissen. Oh, jetzt. Aber wir haben ja 2 Nachtschichtler, oder? Komm, Nachtschichtler. Jetzt wird's hier fertig. Ja. Muss das noch verschwinden schnell? Dann kann das da auch wieder auf 6 oder sowas. Auf 5. Gut. Und jetzt muss das hier fertig werden. Hier ist Prio 9. Wird auch fertig. Folge ist auch schon lang genug dafür. So, Strom auf die Leitung. Strom, Kabel, 9 ist. Läuft. Muss noch einer machen hier. Prio 9. Aber dann ist da kein Wasser drin bis jetzt. Das ist nicht gut, ne? Wenn da kein Wasser drin ist, kann es nicht funktionieren. Wer haben wir da wieder gebastelt? Wie kriegen wir denn da Wasser hin dann? Jetzt kann er pumpen, aber es ist kein Wasser da. Das heißt, wir müssen hier Wasser entleeren. Genau. Geht aber da nicht hin so, ne? Ne. Ja, nützt nichts. Da müssen wir eine andere Pumpe da erst dran machen. Was ist denn mit der hier? Wieso kann man hier nicht aufräumen? Sanitärrohrleitung ist hier. Gut, das bedeutet, kriegen wir das so hin? Ich hoffe es. Aber ich glaube, wir kriegen das erst wieder in der nächsten Folge mit. Weiß nicht, wie schnell die sind, aber das müssten sie eigentlich schaffen, oder? Passiert auf jeden Fall was, ne? Keine Leiter, okay. Ja, das sieht gut aus. Andere Seite, wer macht die? Okay, wird gebracht. Wird auch gebracht, wird gebaut. Komm schon. Da kommen noch mehr. Da auch. Zwei Bauarbeiter. Wird fertig. Und ist fertig. So, Wasser läuft da rein. So, das ist jetzt eine voll die lange Folge, aber ich will es jetzt wissen, ne?
Wasser bei 31 Grad irgendwie. Die Pumpe läuft. So, jetzt machen wir hier auf, oder? Und wenn da auf ist, dann läuft das da raus, oder? Dann sollte es hier lang laufen. Wie sieht es im Rohr aus? Das läuft jetzt hier durch. Nimmt die Wärme mit. Das Wasser kommt. War wohl doch zu viel. Prio 9 ist es, zum Glück. Schnell, bau einer den Stein dort einmal hin. Wischen, wischen. Wo ist der Wischer? Oh, ich wusste nicht, dass da nicht so viel Wasser lang läuft. Und hier haben wir auch was falsch gemacht, sehe ich gerade. Ja, das war keine gute Idee. Hier unten funktioniert es ja schon mal, ne? Er hat schon weggepumpt hier. Ah, das hat jetzt zum Glück so weit funktioniert, dass es weg ist. Hat's Wasser hier hingehauen? Ja. Nee, da. Okay, dann ist jetzt hier unten noch ein bisschen mehr Wasser. Egal. Hier kommt es jetzt rein, das ist gut. Das ist leer gleich. Hier ist es doof gelaufen. Es wäre schön, wenn hier einer wischt. Gleich ist nicht mehr mit Wischen. Wisch doch mal hier einer. Und das ist wichtig, dass wir das noch weggewischt kriegen. Das klappt jetzt natürlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber naja. Das funktioniert soweit. Wie weit ist denn der Kreislauf? Das Wasser kommt hier rein. Wir sind noch nicht auf dem Rückweg. Wir sind hier oben erst auf dem Hinweg, okay. Das Wasser hat 30 Grad. Es läuft auf jeden Fall hier durch. Das Wasser ist jetzt hier nicht so warm. Aber das Wasser ist ja auch da erst drin. Das hat schon mal geklappt. Nächste Ziegel kommt nicht dahin, sondern dahin. Okay. Da können wir dann aufgraben hier. Jemand verhungert jetzt, aber wir haben noch 1050, also es geht noch was. Jetzt müssen wir gerade gucken nach den Temperaturen auf dem Vorlauf. Ne, Vorlauf, Rücklauf, keine Ahnung. Okay, das Wasser geht hier durch. Und ist minus, oder was? Als hier rankommt, dann müssen wir sehen, wie viel Grad es hat. Ich brauche die Wassertemperatur. Es hat 25 Grad. Und dann wäre es interessant, wo es da lang läuft. Und ob das überhaupt geht. Das Wasser wird, glaube ich, auf jeden Fall abgekühlt, oder? Bei 29,6 Grad ist die Temperatur. Ist schwer zu beurteilen, aber 29 und hier sind 27. Ist die Frage, wie weit es geht. Wo ist es? Hier ist es. Der Sensor sagt... Ja, der hat noch irgendwie keinen wirklichen Sinn. So, jetzt Sanitär, Rohre, und wo geht's lang? Da lang.
Das war jetzt nicht das, was... Ach doch, der ist zu. Alles klar, dann passt das ja. Ach, hier ist irgendwie keine Brücke, kann das sein? Da haben wir was falsch gemacht. Sanitär. Müssen wir mal zerlegen. Warte mal, Sanitär. Rohre. Und da müssen wir was zerlegen. Und da muss das dann anders gebaut werden noch. Ne, Sanitär. Isoliertes Rohr. Das ist schief gelaufen. Kann das mal einer zerlegen hier? Das ist richtig und dann brauchen wir eine Rohrbrücke. Die so rum funktioniert, ne? Also da kommt Wasser jetzt an, auf jeden Fall. Jetzt mal nochmal die Rohrgeschichte. Bitte hier jetzt mal weitermachen. Das ist bestimmt wieder niedrige Priorität. Jetzt wird hier fertig gemacht. Überlänge. Jetzt macht das Rohr fertig, dann, damit das weiterläuft. Hallo? Jetzt macht das keiner. Jetzt wird fertiggestellt, jetzt läuft das Wasser wieder weiter, oder? Ist noch nicht fertiggestellt. Oh, das kann jetzt nicht sein, oder? Jetzt wird's fertiggestellt. Jetzt läuft das Wasser auch wieder. Sanitär, Leitung. So, es läuft da lang. Ich hoffe, die Raumluft wird jetzt hier abgekühlt. Ja, es wird abgekühlt. Würde ich jetzt definitiv sagen, oder? Das funktioniert wohl. Oder auch nicht, oder doch? Also ich glaube schon. Wie kalt ist denn das Wasser hier? Wir müssen nur gucken, dass uns das Becken hier nicht überläuft. Wo ist denn das da? Sanitär, Rohre. Das kommt ja da jetzt langsam an. Das bedeutet, wenn das da raussprudelt von dem, dann müssen wir diese Leitung hier abbauen. Weil dann ist genug Wasser drin. Wir können hier ein bisschen steigen lassen, aber nicht viel. Verloren sollte ja nirgendwo was gehen, oder? So, jetzt kommt hier Wasser durch. So. Da haben wir was drin, das sollte auch reichen dann. Es muss ja nicht übervoll sein. So, hier haben die ja schon mal schön gewischt immer.
Da kommen wir nicht hin, okay. Grab das mal weg. Das läuft erstmal. So, was macht unsere Farm? 28,7 Grad. Was ist jetzt hier das Problem? Immer noch Körpertemperatur oder was? So, wenn... Hier passiert jetzt was, ne? Warte mal. Ich glaube, wir müssen das noch... Obwohl, das ist hier... ...27,5 Grad, also es ist... Sollte das machen, was ich mir vorstelle eigentlich. Aber hier ist es noch 30. Grad hat der Thermosensor. Der Thermosensor hat 30,5. Hoffentlich funktioniert das hier mit unserem System. Auf jeden Fall läuft hier das Wasser zurzeit lang und da nicht. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde Folge, ey. Ich sehe leider noch nicht, dass wir hier mit der Temperatur passend runterkommen. 31,7, doch, es ist... Ich glaube, die Temperatur geht langsam runter. Ich will's hoffen. Ich denke, wir machen jetzt hier erst einen Cut und schauen, dass wir das hinkriegen. Das wird auf jeden Fall abgekühlt, aber nicht mehr stark, oder? 29,3 Grad. Ja, müssen wir mal schauen, wie weit das wird. Weiß ich nicht. Schocken, gucken wir uns nächste Folge an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare reinschreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.